Drei Jahre ist es her, dass die Austria in der Relegation gegen Parndorf den Aufstieg in die erste Liga feiern durfte. Mit dabei schon damals Kapitän Sandro Zaccani. Was da in der Kabine schon vorher abgegangen ist, wie wir uns gepusht haben, wie wir zusammengehalten haben und das noch zerrissen haben in den letzten Minuten, natürlich ein Wahnsinn, aber natürlich auch, weil das Publikum immer auch da war, das darf man nicht vergessen. Da waren noch 4000 Leute im Stadion, das war natürlich eine Überraschung für uns, dass so viele kommen, aber da waren alle hinter uns, jeder Rutscher, jeder Kopfball war, ist bejubelt worden. Und dann kann man eben da noch in einer Nachspielzeit zur Partie reisen. Die Fans sind auch am kommenden Freitag gefragt, wenn die Austria im Derby auf die WRC-Amateure trifft. Ein Sieg ist praktisch Pflicht, damit der Traum vom Aufstieg weiterlebt. Natürlich kann es einer der wichtigsten Spiele sein in der Saison, muss aber nicht sein. Wir gehen normal in die letzten drei Spiele, wo wir zu null gespielt haben und 9 Punkte geholt haben. Und wir hoffen, dass wir da wieder den Sieg einfahren können. Was dann die anderen machen, ist eine andere Geschichte. Wir wollen unsere Aufgabe erfüllen, das Derby gewinnen und nachher hoffen, dass wir nachher zum Schluss aufsteigen. Man weiß natürlich, wenn Allerheiligen verlieren sollte am Freitag, wir gleichzeitig gewinnen, wären wir durch. Denkt man an sowas oder spielt das überhaupt keine Rolle? Ja, wenn man nicht daran denkt, liegt man, muss man ehrlich sein. Jeder hat das im Kopf, aber erstens ist einmal unser Spiel wichtig, weil wenn wir verlieren und die gewinnen, dann schaut es wieder ganz schlecht aus. Weißt du, deswegen müssen wir unsere Aufgabe erfüllen. Wir werden alles daran setzen, dass wir das Spiel gewinnen und was die anderen machen, können wir nicht beeinflussen. Wie schon vor 3 Jahren beim Aufstieg ist der Zusammenhalt in der Kabine die große Stärke der Mannschaft. Ja, natürlich. Das haben wir jetzt die letzten 3 Spiele gesehen. Also auf einmal eine 100% Steigerung, muss ich ehrlich sagen, von hinten bis vorne. Weil wir sind auf einmal ganz anders aufgetreten, andere Stimmung, anderer Willen. Auch wenn wir fußballerisch jetzt nicht so geglänzt haben, die letzten 3 Spiele, aber wir haben kein Tor gekriegt und wir haben immer 2 oder 3 geschossen. Das ist, mehr brauchst du in der Liga nicht und mehr brauchst du nicht zum Aussteigen. Und genau wenn wir so jetzt wieder spielen am Freitag, egal wie, wir gewinnen, hauptsächlich wir gewinnen. Und das geht eben nur mit so einer Team-Spirit, mit so einem Willen und mit so einer Motivation, was wir jetzt auch gehabt haben in den letzten 3 Spielen. Alle ins Stadion lautet daher das Motto am Freitag. Das Entscheidungsspiel gegen die WRC-Amateure beginnt um 18:30 Uhr.